Welcome. So finally, it's the time again that I can introduce you to a new project. I'm doing an experiment this time. You now still hear me talking in English, but I'm actually planning to film this whole series, or at least this very episode, in German. So I will be adding subtitles so you can still view it. Let's see how it goes. And please protest if you don't dig me doing that. It's just for me, I can speak more freely if I speak in my mother's tongue. So, genau, jetzt geht's hier mal auf Deutsch weiter, ausnahmsweise. Es geht also um mein neues Projekt, ein Audi A2. Und der Hintergrund, ich wollte auf jeden Fall mal ein Projekt machen mit dem Toyota Prius Motor, den ich schon in dem Schuppen habe, nebst zugehörigem Inverter, für den ich ja auch diesen externen Controller verkaufe. Ja, und das ist jetzt nicht gerade ein Kraftpaket, so ungefähr 60 Kilowatt, und ein Kleinwagen ist da auf jeden Fall ein gutes Ziel für. So, und der Plan war eigentlich erst gewesen, mir einen VW Lupo zu kaufen, das Ganze irgendwie da reinzumachen, und dann hätte ich ein Auto hier stehen, was ich nicht wirklich brauche. Und da gab es Proteste. Also, vor 2 Jahren hatte ich schon einem guten Freund diverse Antriebskomponenten, zum Beispiel Nissan Leaf-Batterien und so einen Prius-Wechselrichter, hingelegt oder verkauft. Und der wollte seinen eigenen Audi A2 damit umbauen. Und dazu ist es aber irgendwie nie gekommen. Also habe ich mir jetzt gedacht, bevor ich ein Auto umbaue, was dann nachher herumsteht und was dann keiner so richtig gebrauchen kann, baue ich doch für den Kollegen einfach den Audi A2 um und er kann dann damit fahren. Und ich habe hier kein Auto rumstehen. Genau, so viel zur Vorgeschichte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter und gucken uns das Ganze an. GoPro Stopp. So, hier ist er also, der gute Audi A2. Über das Design wurde ja viel gespottet. Mir ist das ziemlich egal. Mich interessiert nur die Karosserie. Ist aus Aluminium, das heißt, sie wird nicht rosten. Das Auto ist sehr aerodynamisch gestaltet und leicht, das heißt, es wird nicht viel Strom verbrauchen. Ja, und auch sonst eignet es sich ganz gut für den Umbau, wie wir dann später noch sehen werden. Gut, mal so ein paar Spezialitäten vom Audi, gucken wir uns jetzt an. Also, erste Spezialität ist, wenn man unten dran zieht, dann geht nicht die Motorhaube auf, sonst geht nur diese kleine Klappe hier auf. Und da kann man dann irgendwie Mischwasser nachfüllen und Öl und so weiter. Und den ganzen Kram, also ab hier kann ich ja alles rausbauen und vielleicht kann ich dann hier sogar die Ladesteckdose hinmachen. Dann ist die nämlich vorne statt hinten, wo eh schon die ganzen Kabel sind. So, wenn man jetzt wirklich die Motorhaube öffnen will, dann macht man hier diese Verriegelung auf und nimmt jetzt die ganze Motorhaube am Stück. Runter. Da merkt man auch schon den Leichtbau. Ich glaube, die wiegt unter 10 Kilo. So, ja, hier drin, ich habe schon so ein bisschen mit der Demontage angefangen. Das war vielleicht sogar zu früh, dazu komme ich gleich noch. Das stecken wir noch provisorisch drauf. Genau, also das Schöne hier ist der Motor und alles, was nicht Motor ist, also ABS, Bremse und so weiter, ist alles hier rechts. Das heißt, wenn der Motor raus ist, haben wir hier einen großen Raum, der einfach leer ist, wo wir Sachen reinbauen können. Dann habe ich gestern schon festgestellt, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut filmen kann, ich habe schon mal angefangen, hier die Scheinwerfer zu demontieren, dass die ganze Front muss halt raus. So, und jetzt sieht man hier was Schönes, das ist nämlich eine elektrische Hydraulikpumpe, die eben die Servolenkung betreibt und eben keine mechanische Hydraulikpumpe, die am Motor hängt und die man dann aufwendig durch eine ersetzen muss.
Also das kommt uns schon mal sehr zugute. So, bevor man irgendwas am Auto auseinanderbaut, steht es eigentlich mal an, den Status quo festzuhalten. Und das gucken wir uns jetzt mal im Auto an. So, weil der Audi hat nämlich drei CAN-Busse, uns interessiert nur einer, nämlich der Motor-CAN-Bus. An dem hängt das ABS- und ESP-Steuergerät, das Motorsteuergerät und noch ein paar Sachen, die Servolenkung zum Beispiel. Und das sind ja alles Sachen, die wir nachher noch weiter betreiben müssen, sonst gibt es keinen TÜV. Und deswegen, bevor wir jetzt irgendwas ausbauen, gucken wir uns das mal an. Wie geht das? Ich habe mich schon ein bisschen informiert im Internet. Hier liegt dieser Motor-CAN-Bus an, auf diesem Steckverbinder. Und da habe ich jetzt einfach zwei Kabel reingefrickelt für CAN-Low und CAN-High. Habe dann hier einen CAN-Adapter für meinen Laptop. Und ja, jetzt gucken wir uns jetzt mal kurz an. Also hier haben wir jetzt eine Software laufen, die nennt sich SaviCAN. Das ist Open Source von EVTV. So, jetzt sehen wir, das Auto ist aus, dann ist hier nichts los. Jetzt machen wir das Auto mal an. Und dann legt der hier los. Was haben wir da? 21 verschiedene CAN-Nachrichten sind auf dem Bus. Und ich habe mir das jetzt vorher schon mal angeguckt. Hier zum Beispiel 280, das ist die Motordrehzahl. Können wir uns mal kurz angucken. Hier sehen wir gleich eine Veränderung. Aber es springt dann nicht mehr an. Scheinbar habe ich schon zu viel kaputt gemacht. Naja, egal. Jedenfalls, diese ganzen CAN-Messages sehen fast genauso aus wie beim VW Touran. Was auch logisch ist, weil Audi ist ja letztendlich ein VW-Fahrzeug. Und da benutzen die natürlich dasselbe Protokoll. Und das heißt, ich kann die Software, die ich für den Touran geschrieben habe, auch hier im Audi weiter benutzen. So, jetzt sind wir hier hinten. Nach Wunsch des Besitzers kommen die Akkus nicht irgendwie unten drunter oder alle in den Kofferraum, sondern ein Teil kommt in einer Reihe hier hin. Also da haben wir diese Nissan Leaf Akkus und da passen auf jeden Fall mal 24 hier so hin, wo normalerweise die Rückbank ist. Und die anderen kommen wahrscheinlich hier unter die Sitze. Wir gucken einfach mal. Das ist das eine. Dann, ja, wie eigentlich bei jedem anderen Auto, das ich umgebaut habe, auch. Sitzt hier unten drunter ein Zugang zum Tank. Der ist mit so einem Plastikdeckel verschlossen. Und da hat man dann auch Zugriff auf das Signal, um die Tankanzeige vorne zu steuern. Und man hat einen Zündungsplus, nämlich das von der Benzinpumpe. So, dann noch eine kleine Spezialität. Lass uns mal da runter gucken. Der Audi hat nämlich, also hier wäre eigentlich auch Platz für Akkus, aber der Audi hat die Starterbatterie hinten, wahrscheinlich wegen Gewichtsverteilung oder so. Und diese Ausstattung hier hat scheinbar noch so einen Subwoofer drin. Das heißt, hier ist einfach schon alles ziemlich voll. Gut, das heißt, jetzt können wir anfangen, den Motor auszubauen. Eine Sache, die ich auch noch habe machen lassen unten in der Werkstatt, ist die Klimaanlage leer machen. Und das muss ja auch alles raus. Und wenn man die nicht leer macht, dann kommt dann das ganze ölige, gasige Zeug ins Gesicht gespritzt und das ist nicht sehr angenehm. Jo, wie man vorhin gesehen hat, die Scheinwerfer habe ich schon abgesteckt und abgeschraubt. Und das werde ich jetzt weitermachen hier mit Stoßstange und so weiter, bis halt hier vorne alles frei ist. Und dann können wir nämlich ganz locker den Motor nach vorne rausziehen.